Beyond Zero steht nicht nur für Wissenschaft, Forschung und erstklassige Unterhaltung. Nein, in erster Linie geht es um das Wir. Es geht um uns. Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Es geht um unsere Welt, in der wir leben. Jetzt und in Zukunft. Während andere nur Zahlen im Blick haben, werden wir von unseren Herzen geleitet. Unser einziges Ziel ist es, die Welt zu verbessern. Und nein, wir kratzen dabei nicht nur an der Oberfläche. Wir sind dabei offener, optimistischer, origineller als alle anderen. Wir sind besser. Wir gehen weiter. Wir gehen Beyond the O. Biologischer, bunter, besser. Firmen müssen heute mehr ethische Verantwortung zeigen als je zuvor. Einmal den Fernseher angeschaltet, taucht man ein in eine Werbewelt, wo Bio-Baumwolle von zufriedenen Mitarbeitern zu tighten Vintage-Klamotten genäht werden und wo du bloß ein Bier trinken brauchst, um den Regenwald zu retten. Eine Welt, in der man stille und glückliche Quotenweise für den Hintergrund braucht, so fürs durchmischte Gesamtbild. Sei mal nicht so pessimistisch, du und deine negativen Vibes. Ich meine, du hattest doch gerade eben deinen Fairtrade-Kaffee. Wo wir auch schon wieder beim Thema unserer aktuellen Folge von Beyond the O sind. Die soziale Verantwortung von Unternehmen. Oder auch Corporate Social Responsibility genannt. Kurz, wie man fachmännisch zu sagen pflegt. Fachmenschlich, Rick. Also wirklich. Corporate Social Responsibility, also CSR, ist der international genutzte Begriff für Unternehmensverantwortung und meint damit die moralische und ethische Verantwortung von Firmen im Umgang mit Menschen und der Umwelt. Aber sind denn Menschen nicht Teil der Umwelt und ist die Umwelt nicht die Grundlage des Lebens? Es gibt keine offiziell anerkannte Definition des Begriffs. Die Europäische Kommission beschreibt CSR in ihrem Grünbuch als Konzept, das den Unternehmen als Grundlage dient, auf freiwilliger Basis soziale Belange und Umweltbelange in ihre Unternehmenstätigkeit und in die Wechselbeziehungen mit den Stakeholdern zu integrieren. Langweilig. Kommen wir nun zu den viel spannenderen Fragen. Warum sprechen heute alle von sozialer Verantwortung und warum sind die Hintergründe in Werbung jetzt alle grün? Und vor allem, warum müssen wir überhaupt darüber sprechen? Sollte es nicht grundsätzlich selbstverständlich sein, dass man beim Wirtschaften weder Umwelt noch Mensch herunterwirtschaftet? Wo diese Gedanken herkommen und wo sie hinführen, vermag nur eine allumfassende Untersuchung zu klären. Hier, Sir. Bereits in der Antike stellten Gelehrte wie Aristoteles fest, dass freies Wirtschaften nicht nur für den eigenen Vorteil gut ist, sondern auch für die Gesellschaft. Im Mittelalter folgte das Leitbild des ehrbaren Kaufmanns, der tugendhaft wirtschaftet seinen Mitarbeitern der Gesellschaft und Umwelt gegenüber. Ach ja, das gute alte Mittelalter, ne? Ein früheres Beispiel für CSR ist die Fugerei Augsburg, die älteste Sozialsiedlung der Welt. 1521 wurde sie von einem reichen Kaufherrn gebaut, um bedürftige Tagelöhner an sich zu binden, um sie zu unterstützen. Und noch heute wohnen in den 67 Häusern bedürftige katholische Augsburger für eine Jahreskaltmiete von 88 Cent und ein täglich Vaterunser, ein Glaubensbekenntnis und ein Ave Maria. 88 Cent? Welch ein runder Betrag! Auch in der Industrialisierung bauten große Firmen Wohnhäuser für ihre Mitarbeiter. Ein Umweltbewusstsein fehlte allerdings da. Im Fokus stand vor allem wirtschaftliches Wachstum. Und irgendwann, in den 50ern fingen dann die USA an, über unternehmerische Sozialverantwortung zu reden. Ja, und weiter? Nichts weiter. Dann kam irgendwann die Globalisierung und das Internet dazu und Skandale wie Menschenrechtsverletzungen, Umweltverschmutzung und Ausbeutung wurden sichtbar. Und um die zu verbessern, rückten Firmen halt die moralischen Themen mehr in den Vordergrund. Gewürze, leckere Gewürze, lecker, 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 lecker. Oh. Ich bin der ehrbare Kaufmann Riculus aus dem alten Bauna, wohin denn des Weges? Ich bin der ehrbare Kaufmann Steverin, komme von Kassel am Markt. Ehrbar mit diesen billigen Stoffen? Also, Sie sind ja auch nicht viel ehrbarer mit Ihren gestreckten Gewürzen. Stillschweigen? Stillschweigen. Schönen Tag noch. Ihnen auch, werter Herr. Kauft meinen feinen Stoff, Leute! Zieht ihn euch rein, feinster Stoff! Nichtregierungsorganisationen kritisieren, der vage CSR-Begriff würde den Unternehmen nur dazu dienen, ihr Verhalten schön zu reden, um ihr Image zu schützen, um nicht zu sagen, es grün zu waschen.
in der Unternehmenspraxis sei nichts weiter als PR-Maßnahmen, die Unternehmen in der Öffentlichkeit in ein positives Licht rücken sollen. Dadurch nimmt man anfallender Kritik berechnend den Wind aus den Segeln und verhindert ein paar ordentliche Gesetze. Soziales und umweltgerechtes Handeln wäre für die Unternehmen dann nicht mehr freiwillig, sondern Pflicht. Es geht den Unternehmen demnach nicht darum, besonders nachhaltig, weltoffen und menschlich zu sein. Es ging in erster Linie ums eigene Ansehen und die damit verbundene Gewinnmaximierung. Befürworter sehen das alles gar nicht so kritisch und sagen dazu, so what? Was ist schlecht an Unternehmen, die als nachhaltig und sozial und weltoffen gesehen werden wollen? Könnte ein Wettbewerb um den Titel des friedlichsten Unternehmens nicht eher das Bewusstsein für Moral und Ethik stärken? Ob vage oder nicht, es heißt, man brauche CSA-Maßnahmen, denn Gesetze allein seien schwer umsetzbar. Wer kontrolliert, ob sie entlang der gesamten Lieferkette eingehalten werden? Und in Deutschland fragt man sich, woher sollen wir das ganze Papier herbekommen? Unternehmen müssen soziale Verantwortung zeigen. Sie müssen nachhaltig wirtschaften. Die körperliche und mentale Gesundheit von Menschen, der Schutz von Natur, Klima und Ressourcen. Dafür ist CSR so wichtig. Sehr verehrte Damen und Herren. Was passiert denn, wenn die Firmen sich an all das gar nicht halten? Gibt es in dem System eine Judikative? Ich möchte zunächst eine ganz andere Frage beantworten und betonen, wie wichtig, ja, soziale Verantwortung ist und warum wir so gut handeln müssen, wie wir das tun. Als das Logo der Goldenen Möwe 2009 nicht mehr in schrillem Rot, sondern dunklem Grün erstrahlte, wurde dem Fastfood-Konzern immer wieder Greenwashing vorgeworfen. Fettiges, zuckerhaltiges Fastfood, wachsende Müllberge, Fleisch aus der Massentierhaltung. Ein grünes Image würde Verbraucher täuschen. Es gibt aber auch Unternehmen, die CSR in ihrer Unternehmensstrategie fest verankert haben. Die Rewe Group arbeitet mit umfassenden Maßnahmen daran, in den eigenen Lieferketten Fairness sicherzustellen, Kinderarbeit zu verhindern und existenzsichernde Einkommen zu gewährleisten. Und das wohl mit Erfolg. Ja, mit Erfolg für die Fairness oder dem eigenen Gewinn. Apropos effektiv und nachhaltig, Rick. Wusstest du, dass über die Wiederverwendung eines Smartphones 38 Kilogramm CO2 pro Gerät eingespart werden können? Ja, das wusste ich total. Ich wollte gerade mit angeben. Also danke, dass du es mir einfach wegnimmst. Aber tatsächlich geht das ziemlich einfach. Als O2-Kunde kannst du dein altes Handy oder Tablet in jeden O2-Shop zum aktuellen Restwert verkaufen. So sparen wir Geld und gleichzeitig CO2. Ja, O2 bietet außerdem viele weitere umweltschonende Produkte und Services an. Vom Angebot nachhaltiger Endgeräte wie Fairphone bis hin zur Möglichkeit der Produktbewertung unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten über den Eco-Index. So grün dieses, blau dieses O2. So, meine lieben Weltverbesser-Bärchen, jetzt seid ihr gefragt. Was meint ihr, was können Unternehmen und was die Politik tun, um nachhaltiger zu werden? Und die viel wichtigere Frage, was kann jeder Einzelne von uns tun? Schreibt es in die Kommentare und let's keep the planet blue! Und ein bisschen grün, oder?